Immer wieder hat man uns erzählt, wow, wir sind in einem neuen Bullenmarkt. Das ist jetzt wieder alles anders als vorher. Der Bärenmarkt ist vorbei, denn, naja, warum eigentlich? Weil bestimmt irgendwann die Zinsen senken oder irgendwie sowas oder weiß was ich. Jedenfalls scheint es derzeit so, dass die Zinsen doch nicht sinken, sondern möglicherweise noch stärker angehoben werden. Und das ist eigentlich jetzt nicht gerade dem Narrativ des Bullenmarktes entsprechend. Und wer das besonders deutlich zeigt, das ist der DAX, der gestern eine Art Betriebsunfall gehabt hat, richtig unter die Räder gekommen ist und irgendwie toppisch aussieht, irgendwie aussieht, als hätte er das Beste hinter sich. Und wir wollen mal gucken, ob der DAX praktisch diesmal ein Frühindikator ist für eine Trendwende an den Aktienmärkten oder ob das nur ein Ausrutscher war innerhalb des neuen Bullenmarktes. Das wollen wir uns mal betrachten. Schauen wir uns mal eben diesen DAX an, dann sehen wir, wie Marius Schweiz das gezeigt hat, dass der DAX gestern einen 19-fachen Betonboden gebrochen hat. Wir hatten so in der Zone 15,6 einige zerquetschte bis 15,7 zerquetschte immer wieder Böden gefunden. Der DAX immer wieder da, dann gedreht 19 Mal. Gestern dann der eiskalte Durchrutsch durch diese Zone. Das spricht jetzt nicht unbedingt für einen Bullenmarkt. Hier sehen Sie den Marius Schweiz. Gestern habe ich Schweizer gesagt, glaube ich. Sorry, Mario. Marius. Ich bin schon wieder ganz durcheinander. Also, es ist Marius Schweiz von Projekt 30. Ich werde Ihnen unter dem Video auch mal die Internetseite verlinken, denn da haben Sie jemand an der Hand, der wirklich nicht nur ein saunetter Kerl ist, sondern eben auch ganz nüchtern, ganz klar die Dinge auf den Punkt bringt, wie sie sind. Hier zeigt er, wie praktisch dieser Bruch, dieser Trend, dieses Aufwärtstrends, diese topische Formation sich im Tageschart mal darstellt. Also da ist durchaus gestern etwas passiert und vielleicht ist das kein Zufall, denn wir sehen, dass der DAX gestiegen ist, während auf der anderen Seite die Konjunkturdaten etwa wie der Einkaufsmanager-Index immer schlechter geworden ist. Nun ist der DAX ein Call auf die Weltwirtschaft, weil die Unternehmen, die im DAX sind, eben weltweit tätig sind. Schon klar, aber es ist eben nicht nur Europa extrem schwach, sondern auch China derzeit sehr schwach. Das Einzige, was irgendwie so ein bisschen sich zu entkoppeln scheint, sind die Konjunkturdaten aus den USA. Aber die Frage ist, ist das Late Cycle, wie gestern die ADP-Chefin nach Vorlage der Zahlen gesagt hatte, oder die Chefvolkswirtin, als sie sagte, wir sehen hier typische Late Cycle, also ganz späte Entwicklungen innerhalb eines Prozesses, der praktisch schon abgeschlossen ist. Also auch sie rechnet bald mit einer Rezession, obwohl diese Daten gestern dazu geführt haben, dass die Märkte regelrecht ausgetickt sind. Aber jetzt nochmal zum Thema Bullenmarkt. Schauen wir uns mal an, hier bei Sven Henrik, den Vergleich zwischen dem S&P 500, dem normalen Index, marktgewichtet, wo also die Schwergewichte eben dieses Schwergewicht haben, und dem Equal Weight S&P 500 Index an, wo also alle Aktien gleichgewichtet sind. Das ist der obere Chart, der untere Chart der S&P 500. Da sehen wir, der hat ja ein neues Hoch gemacht. Der steht höher als im letzten August und höher als im Hoch im Februar. Aber der Equal Weight Index ist weit entfernt von den Hochs aus dem August wie auch aus dem Februar. Das heißt, die gemeine durchschnittliche Aktie ist nicht in einem Bullenmarkt. Dieser Bullenmarkt wird sozusagen evoziert durch ganz wenige Aktien, die so tun, als würden sie jenseits des Konjunkturhimmels schweben, als hätten sie mit den Dingen am Boden nichts zu tun. Sie haben aber mit den Dingen am Boden etwas zu tun, das wird man irgendwann schmerzhaft feststellen. Und hier sehen wir, wie gestern ja diese Arbeitsmarktdaten zunächst mal unglaublich stark reinkamen. Die ADP-Arbeitsmarktdaten knapp 500.000. Goldman Sachs hatte gesagt, naja, da könnten saisonale Faktoren eine große Rolle gespielt haben. Hier sehen wir die Reaktion der Märkte, die Renditen nach oben geschossen. Oben sehen wir die 10-jährige Anleiherendite über ihren Abwärtstrend nach oben. Wir sehen auf der anderen Seite das Gap zwischen den Anleiherenditen und etwa dem Nasdaq, hier rechter Chart, ist ein bisschen geringer geworden und wird vielleicht deutlich geringer. Hier sehen wir mal das, was gestern passiert ist. Noch am besten der Nasdaq eigentlich, aber wir sehen zum Beispiel die Small Caps ziemlich deutlich unter Druck. Bester Sektor Consumer Staples, also ein defensiver Sektor, dann schon Technology, also erstaunlicherweise hat sich Tech ganz gut gehalten. Und warum, das wollen wir hier uns mal anschauen. Es waren zwei Aktien, Big Tech, die das Ganze gehalten haben, Microsoft und Apple. Selbst andere Tech-Aktien, wenn auch moderat im Minus. Gestern sind 98% der Aktien an der Wall Street gefallen. Das ist eine ziemlich hohe Quote für einen völlig intakten Bullenmarkt. Das nur by the way. Jetzt haben wir heute ja die US-Arbeitsmarktdaten Non-Farm Payrolls.
Wie werden die ausfallen? Werden die das bestätigen, was der ADP gestern angedeutet hat? Oder ist das wirklich irgendwie ein Ausreißer bei den Daten? Jedenfalls, eins scheint klar, wir müssen hier schon eine miserable Zahl haben, dass da diese Zinsanhebungsabsicht der Fed vielleicht nochmal in Frage gestellt ist. 94% die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed anhebt. Derzeit die Wahrscheinlichkeit, dass bis November die Zinsen dann nochmal steigen, bei 37%. Also die Märkte müssen jetzt einpreisen, dass da vielleicht noch mehr kommt. Schauen wir uns die Erwartungen mal an. Wichtig vor allem eben die Zahlen neuer Stellen. 225.000 erwartet. Die Flüsterschätzung dürfte jetzt nach oben gegangen sein, nachdem eben die ADP-Arbeitsmarktdaten so stark waren. Und wichtig vor allem die Stundenlöhne 0,3 und 4,2 jeweils Vormonat oder Vorjahresmonat. Das wird auch sehr, sehr wichtig. Und rechts sehen wir, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eigentlich schon auf Niveaus sind, wo Rezessionen beginnen. Die sind ja zuletzt relativ deutlich gestiegen. Und wir haben auf der einen Seite jetzt 13 Monate in Folge bei den Non-Farm Payrolls, bei den Arbeitsmarktdaten, bessere Daten als erwartet, so auch letztes Mal. Und die Frage, die jetzt das Wall Street Journal gestellt hat, die sagen, das sind Berechnungsmethoden, die die Stärke des Arbeitsmarktes überschätzen bei diesen Non-Farm Payrolls. Wir werden sehen, jedenfalls offiziell, wenn man diese sehr schwierigen Zahlen mal ernst nimmt, die ja manipuliert sind, teilweise durch Seasonal Adjustments, was auch immer das genau ist, durch das Burst-Death-Model, das berechnet, wie viele Firmen oder schätzt, wie viele Firmen neu entstanden sind, wie viele gestorben sind. Und das ist etwa so, als würde ich schätzen, was weiß ich, ja, irgendwelche Dinge, die schlichtweg nicht ermittelbar sind. Dementsprechend sind es Schätzungen aus dem hohlen Bauch. Eigentlich schwachsinnig, sei es drum. Hier sehen wir mal den US Labor Market Surprise Index, also wie stark die Arbeitsmarktdaten nicht nur Non-Farm Payrolls, sondern auch ADP, Erstanträge und so weiter abweichen von der Erwartung. Das sehen wir, das ist die größte positive Abweichung seit dem Jahr 2011. Also erstaunlich, was da passiert ist. Gestern allerdings hatten wir gesehen, dass es weniger angebotene Jobs gibt, dass diese Tendenz derzeit schon rückläufig ist. Generell dürfte es so sein, dass die Unternehmen eher länger warten, bis sie Leute entlassen. Das hat man vor allem durch Corona gelernt. Naja, Arbeitskräfte sind vielleicht, gerade wenn sie nicht so schlecht sind, ein wichtiges Gut. Und selbst wenn es irgendwie nicht mehr so gut läuft, dann hält man die erstmal, weil man weiß, es ist ganz schwierig, dann wieder neue Gute zu finden. Aber kommen wir mal to the stock market, to the Aktienmärkte. Hier sehen wir mal den S&P 500. Unten Saisonalität. Ab Juli normalerweise super gut. Aber jetzt gucken Sie mal oben. Vorwahljahre, und wir haben ja nächstes Jahr die US-Präsidentschaftswahl. Dann sehen wir, dass der Juli dann doch nicht mehr so gut ist in diesen Vorwahljahren. Also das nur mal ganz am Rande. Wir sehen jetzt, dass die Bilanzsumme der Fed in der letzten Woche wieder gesunken ist um 42,6 Milliarden Dollar. Das ist der größte Rückgang seit Mai. Jetzt sind wir also schon relativ deutlich unter der Marke, an der wir im März gewesen sind, als dann pleite der Silicon Valley Bank die Fed ihre Bilanzsumme nochmal erhöht hat. Da sind wir also jetzt deutlich drunter und dementsprechend sehen wir, dass in diesem oberen Chart die Liquidität abnimmt. Ich hatte das gestern in anderen Charts gezeigt. Durch die Notenbanken wird Liquidität entzogen. Die Aktienmärkte sind dennoch weiter gestiegen und jetzt sehen wir weitere Zuflüsse in Money Market Funds, also in Geldmarktfonds. 43,7 Milliarden Dollar in der letzten Woche allein da reingeflossen wieder. Damit sind wir jetzt bei 5,47 Billionen, neues Allzeithoch. Die Fed wird uns heute wahrscheinlich bei Vorlage der Daten erklären, dass dennoch Gelder auf Bankkonten geflossen sind, indem man ein bisschen Voodoo anlegt und sagt, seasonal adjusted, gell, also saisonal angepasst. Welche Saison das ist, das weiß ich nicht, vielleicht die Jagdsaison oder irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls wird man sich da was einfallen lassen. Die Daten kommen heute nachbörslich. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, eben hier sehen wir Bank Reserves, also die Bankreserven at the Fed sind auch deutlich rückläufig. Liquidität nimmt ab, aber die Märkte sind gestiegen. Can you hear me now, sagt die Bankreserve zum S&P 500, könnte man hier formulieren. Oben sehen wir diese seltsame Kerze, Island Reversal genannt, was wir gestern gesehen haben, also ein Gap, das hier gerissen wurde nach unten beim S&P 500, die Aktien über ihrem 20-Tages-Durchschnitt schon eher mit einer oder schon länger mit einer negativen Divergenz. Wir sehen die
Aktien, die über dem 20-Tages-Durchschnitt gehandelt haben, die haben kein neues Hoch erreicht im Gegensatz zum S&P 500. Negative Divergenz. Auf der einen Seite hatten wir gesehen, dass die Finanzkonditionen sich gelockert haben, auch durch die Anstiege der Aktienmärkte. Aber jetzt sehen wir, dass die Renditen steigen. Das strafft die Finanzkonditionen wieder. Die Finanzkonditionen, die waren jetzt zuletzt auf einem Niveau, in dem wir zuletzt im Sommer 2022 gewesen waren. Und damals, da waren die Zinsen sogar noch unter 1%, jetzt sind wir über 5%. Das zeigt, dass die Fed im Grunde hier keinen Erfolg gehabt hat mit den Zinsanhebungen. Gestern Logan von der Dallas Fed deswegen gesagt, also oder auch Williams von der New York Fed gesagt, also wir müssen da noch mehr tun, weil einfach die Märkte noch zu heiß sind, weil die Nachfrage noch zu groß ist. Jetzt allerdings sehen wir, dass die Anleihemärkte da schon der Fed entgegenkommen. Die zweijährige Anleiherendite auch jetzt über 5%, nähert sich jetzt dem an, was die Zinsen sind und was die Fed vielleicht auch vorhaben dürfte. Und was passiert, wenn die Zinsen weiter steigen? Irgendwann wird dieser Zinseszinseffekt zuschlagen. Das ist Finanzmathematik, eine Frage der Zeit. Hier sehen wir mal, wie stark die Märkte, verschiedenen Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Rezession einpreisen. Die Zinskurven sagen sehr, sehr wahrscheinlich eine Rezession, sind ja massiv invertiert. Wir sehen dagegen auch etwa, dass die Relation zwischen Zyklikern und defensiven Aktien, dass da eine Rezessionswahrscheinlichkeit durchaus eingepreist wird. Einige, viele Aktien durchaus in den USA preisen schon eine Rezession ein oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Nur die großen Tech-Aktien, die schweben, wie gesagt, über den Boden der Tatsachen. Wir haben mit der Realität nichts zu tun, gell, gar keine Frage. Deswegen beim S&P 500 nur eine Wahrscheinlichkeit von 3% einer Rezession eingepreist. Und lasst die Daten zum Arbeitsmarkt stark sein. Der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator, der zu allerletzt reagiert, denn oft ist es so, dass unmittelbar vor einer Rezession die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand liegt. Das könnte diesmal auch so gewesen sein, zumal wir sehen, dass hier die Profite der Unternehmen schon deutlich zurückgehen. Hier sehen wir mal rechts in dieser Grafik, dieser Balken rote ist Profite, ist deutlich rückläufig. Die Firmen haben offenkundig nicht mehr die Möglichkeit, mal ebenso die Preise anzuheben, weil der Konsument das nicht mitmacht, nicht mehr mitmachen kann. Aber die Kosten sind nicht wirklich gesunken für die Unternehmen. Das haben wir beim letzten Einkaufsmanager-Index gesehen. Jetzt kommen wir nochmal abschließend, meine Damen und Herren, zu China. Yellen trifft jetzt die alte Garde, wird nochmal Yi Gang treffen, den Notenbankchef, der bald raus ist, Liu He, der zwar noch im Amt ist, aber jetzt auch nicht mehr allererste Garde ist. Jedenfalls, der chinesische Aktienmarkt wieder negativ heute, läuft nicht so wirklich gut, vor allem der Yuan im freien Fall. Jetzt ist irgendwie Stimulus nachgefragt oder die Märkte wollen jetzt Stimulus haben. Li Qiang, der neue Premier, hat ja gesagt, also wir werden keine Zeit verlieren, um da gezielten Stimulus zu machen. Aber er hat wieder nicht gesagt, ja, was genau wollt ihr denn machen? Das ist genau das Problem. Man fürchtet die weitere Abwertung des Yuan. Hier Lieferengpässe im Handel mit Lebensmitteln. Wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, hier sehen wir, da hat sich sogar die Nachschubprobleme haben sich vergrößert, weil wir faktisch einen Krieg haben zwischen den Discountern, den Supermärkten und den Lieferanten. Die Discounter, die Supermärkte sagen, hey, eure Preisvorstellungen sind gaga, die dann werden teilweise Produkte fehlen in den Regalen, weil entweder die Lieferanten boykottieren oder die Supermärkte sagen, nee, du kommst hier nicht mehr ins Regal. Aber generell im Einzelhandel sehen wir das schon, was beim DAX vielleicht oder was in Deutschland tendenziell der Fall ist, die Kaufzurückhaltung der Verbraucher, die natürlich auch verunsichert wurden durch diese ganze Heizungsdebatte. Da sind viele größere Anschaffungen nicht gemacht worden, weil man sich gesagt hat, ich weiß nicht, was ich da noch investieren muss in meine Heizung. Wenn die Brüder in Berlin sich wieder auf ihrem Trip bewegen und fußt, wie er heißt, der IFO-Chef erwartet schwere Jahre für Deutschland. Es wird kein Wirtschaftswunder geben, sondern eher etwas in Richtung Schweiß und Tränen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Geschäftsführer eines größeren deutschen Unternehmens, energieintensiv, der sagte, die Fehlentscheidungen, die jetzt getroffen wurden, die sind nicht rückgängig zu machen. Das sind Jahrzehnte, an denen wir die wir brauchen, um die Folgewirkungen dieser Fehlentscheidungen zurückzudrehen. Und er hat mir dann in einem Rechenbeispiel gezeigt, dass zum Beispiel an seinem Wohnort
die Elektrifizierung, die geplant ist, nicht funktionieren kann, es sei denn, man muss das gesamte Netz aufreißen und neu machen, weil eben die Stromleitungen für diese totale Elektrifizierung, die geplant ist, nicht geeignet sind, nicht ausreichen. Die Energiewende scheitert möglicherweise schon an der Knappheit von Metallen. Also das ist alles irgendwie viel Wunschdenken. Man schaltet erstmal Ressourcen ab und hat dann die Hoffnung, wird schon. Und das ist natürlich aus meiner Sicht nicht die allerschlaueste Politik. Die Deutschen werden es früher oder später merken, einige sind noch so ein bisschen im Traummodus. DAX mit Topbildung, Signal für eine große Korrektur. Anschauen, lesen. Hier ist etwas angebrannt, meine Damen und Herren. Auch wenn natürlich der DAX nach diesem Abverkauf sich heute mal auch wieder erholen kann. Aber ist das große Bild kaputt? Das ist doch die Frage. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung. Jetzt will in dieser Situation Madame Lalagarde nicht tatenlos zusehen, wenn die Margen und die Löhne weiter steigen. Dann will die EZB also die Zinsen weiter anheben. Auf der anderen Seite sehen wir Economic Surprise Index Europa stürzt ab. Wir haben ein richtiges Problem heute. Industrieproduktion aus Deutschland wieder schwächer als erwartet. Das ist jedenfalls die zweite Empfehlung. 14:30 reinschauen. Arbeitsmarktdaten und davor diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, reinschauen bei finanzmarktwelt.de. Diese beiden Artikel werde ich Ihnen noch unter das Video, wie auch den Link zu Projekt 30 von Marius Schweiz. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.